Im fünften Teil der Call of Duty-Reihe reisen wir in der Zeit zurück. Richtig gehört, in der Zeit zurück. Spielte Teil 4 noch in der nahen Zukunft, versetzt euch der Nachfolger geradewegs dorthin, wo alles seinen Anfang nahm, in den Zweiten Weltkrieg. Statt aber zum gefühlten millionsten Mal aus Landungsbooten zu hüpfen und in der Normandie herumzurennen, befasst sich Call of Duty World at War primär mit einem Kapitel des Krieges, das nicht unbedingt zu den bekanntesten zählt, dem Krieg auf den Pazifikinseln. Zwischen Palmen kämpft ihr gegen japanische Streitkräfte, die Guerilla-Taktiken einsetzen, um die zahlenmäßig überlegenen US-Soldaten in die Knie zu zwingen. Wie in den Vorläufern wird sich aber ab einem bestimmten Punkt des Spiels die Handlung wieder aufsplitten, sodass ihr auf der Seite der Russen am Angriff auf Berlin teilnehmt. Im Spiel selbst erwartet euch natürlich gewohnt rasante Actionkost nach dem bewährten Call of Duty-Rezept. Während euch die Dschungelkulisse in trügerischer Sicherheit wiegt, müsst ihr immer darauf achten, nicht in Fallen zu tappen oder euch von den Gegnern überraschen zu lassen. Auch eine neue Waffe kommt zum Einsatz. Der Flammenwerfer sieht dank geballter Hardware-Power von PlayStation 3 und Xbox 360 nicht nur äußerst schick aus, sondern gehört auch zu den gefährlichsten Waffen des Spiels. Call of Duty World at War erscheint aber nicht nur für die großen Konsolen, sondern auch für Wii und PlayStation 2. Die Entwickler versprechen zumindest für Nintendos weißes Flaggschiff eine Grafik, die den beiden Konkurrenten ebenbürtig sein soll. Naja, schauen wir mal. Von der gelungenen Optik ist hier im Video leider nicht allzu viel zu sehen, da uns Activision ausschließlich Nachtszenen zur Verfügung gestellt hat. Zumindest die rasante Action lässt sich aber auch so ganz gut erkennen. Das Spiel ist in seiner Darstellung des Kriegs schonungslos und mutet euch in den Zwischensequenzen explizite Folterszenen zu, die eindeutig nichts für Zartbeseitete sind und selbst die grenzwertigen Szenen aus Modern Warfare noch überbieten. Wir sind gespannt, ob die USK den fünften Teil der Reihe unangetastet durchwinkt oder die drastischsten Szenen ausgeblendet werden. Wie auch immer die Sache ausgeht, Titel wie Medal of Honor oder Brothers in Arms Hell's Highway scheint Activision mit dem neuen Weltkriegsshooter locker in die Tasche zu stecken. Und über das mittlerweile doch arg strapazierte Setting sehen wir dank des exotischen Schauplatzes gerne hinweg.